Hallo. Es ist Montag, Zeit für The Game. Und heute spielen wir Wer bin ich? Bevor wir aber das Battle des Jahrhunderts starten mal wieder, möchten wir euch ganz kurz auf unsere Patreon-Seite aufmerksam machen. Der Link wird jetzt hier eingeblendet. Ansonsten findet ihr ihn natürlich auch in der Infobox. Guckt euch das einfach mal an und es wäre cool, wenn ihr uns unterstützen würdet. So, und jetzt geht's los mit Wer bin ich? Die Regeln. Wir haben 10 Fragen Zeit, um zu erraten, welchen Namen Krille auf meine Stirn geschrieben hat und welchen Namen Andi auf Krilles Stirn geschrieben hat. Und wer das schneller schafft, der hat gewonnen. Okay, wir machen das altbekannte Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Wer anfängt mit dem Raten, der hat nämlich einen kleinen Vorteil. Der kann nämlich als erstes fertig sein. Okay. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Der gute alte Stein verliert. Okay, das wird jetzt spannend. Wir müssen die Augen zumachen. Warte mal, kleb mir erstmal auf. Kleb mir auf. Okay. Okay, jetzt mach du die Augen zu. Ja. Mit deiner fettigen Stirn, Alter. Ey, halt die Fresse. Dass ich mich bei dir zurückhalte, Alter, und nichts sage, dass du glänzt wie so ein Arsch. Okay, wir gucken jetzt noch einmal in die Kamera, damit ihr auch genau hoffentlich erkennen könnt, was da drauf steht. Ah, ich kann deinen Namen lesen. Na Mann, dein so, Name. Nein. Oh. Okay, ich wollte gerade sagen, ich hab was draufgemalt bei dir. Ich schreibe übrigens auf, wie viele schon geraten wurden. Ja. Okay, ich fang an. Du fängst an. Bin ich Amerikaner? Nein. Ach, Mann! Eine Frage. Bin ich. Bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Okay, du zählst mit, wie viel ich schon habe? Okay, eins, danke. Ich bin ein Mensch. Ich bin eine. Ich lebe noch. Ja. Ja. Das ist einfach. ich bin medial bekannt. Ja. Okay. Ich bin Amerikaner. Nein. Okay, 4? Ja. Okay. Was war bei mir? Bin ich Deutscher? Ja. Lebe ich noch? Ja. Vielleicht haben wir den gleichen. Also, danke, ich bin Deutscher. Was? Ich bin Deutscher, danke. Bitte. Aber das wusstest du doch. Nö, ich habe gefragt, ob ich Amerikaner bin. Bin ich im Fernsehen? Du brauchst nicht mitzählen, ich mach das. Ich zähle deine, Mann. Ach so, dann habe ich da aufgeschrieben. Ach so. Du bist im Fernsehen? Ja. Ja. Bin ich eine Frau? Nein. Ach, fünfte Mann, Frage. Alter. So, ich frage mal gar nicht mehr, ob ich Deutscher bin. Ich bin Deutscher. Bin ich ein Mann? Ja. Ja, okay. Wir sind fünf. Fünf, jetzt. Ja, fünf. Ich bin ein Mann. Ich bin Schauspieler. Im weitesten Sinn. 6. Okay, im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Ich bin Moderator. Bist du nicht für bekannt, sagen wir mal so. Also war das ein Ja oder Nein? Du bist nicht dafür, hat er bestimmt mal gemacht, aber ist er nicht für bekannt, dass du sagst, das ist, wenn du jetzt sagst Moderator. Okay, also nein, ich bin, okay, ja, also ich bin nicht so wie Günther Jauch. Da würde man sagen, ja, du bist Moderator. Ja, genau. Okay, wie viel? 7. 7. Okay, ich habe ein Nein gekriegt. Okay, du bist dran, die 5. war das bei dir. Ich bin ein Mann, ich bin Deutscher, ich bin in den Medien, bin im Fernsehen. Bin ich im Musikgeschäft? Nein. Nein? Okay. Okay, okay, ich hab nur noch 3 Fragen. Okay, ich habe bestimmt auch mal gemacht, bin ich aber nicht für bekannt. Ich bin Schauspieler im weitesten Sinne. Ich bin im Fernsehen zu sehen, hast du gesagt. Schauspieler im weitesten Sinne, Moderator nicht dafür bekannt. Ist wahrscheinlich tierisch einfach, wenn man es liest. Ich weiß nicht, ob du kennst. Weißt du mal. Ja, das ist immer gut. So, schreib doch nächstes Mal irgendeinen Verwandten von dir hin oder so. Okay. Ich bin, wenn ich Deutsch bin, bin ich weiß, brauche ich nicht fragen. Ich bin Mann. Ich bin nicht als Moderator. Ich bin Musiker.
Bin ich Musiker? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Ja, Frage, ne? Acht jetzt. Ja, 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 klar. Also ich bin Musiker, ich bin bestimmt auch Schauspieler im weitesten Sinne. Ich habe bestimmt auch mal moderiert. Habe ich irgendwas mit YouTube zu tun? Nein. Nein. Oh, neun, wa? Mhm. Krass. Du bist bei sechs. Ich bin im Fernsehen. Bin ich Politiker? Nein. Ah. Sieben. Letzte Frage von mir. Ich habe irgendwas mit Musik am Tun zu tun. Kenne ich Christopher Kohn, ihn persönlich? Ja. Okay. Okay, das war meine zehnte Frage. Okay. Mhm. Ich sag jetzt noch nicht, wer ich bin. Du machst erstmal deine Fragen zu Ende, würde ich sagen. Bin ich Politiker? Bin ich Schauspieler? Ja. Acht. Acht. Bin ich Seriendarsteller? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ob du mal Serie gemacht hast, aber du bist nicht als Serienschauspieler bekannt. Also Film eher. Ja. Neun. Du hast noch eine. Ah, Film eher. Bin ich ein Sexsymbol? Ja, für manche schon, ja. Nee, also jetzt die allgemeine Meinung. Na, die allgemeine Meinung für alle. Allgemeine Meinung jetzt hier, habe ich es erraten? Also, warte mal. Also die allgemeine Meinung, allgemein ist Brad Pitt auch nicht ein Sexsymbol. Doch, natürlich. Ja, dann, ich wollte gerade den Namen sagen. Ja, dann ist der auch ein Sexsymbol. Okay, gut, das war meine letzte Frage. Aber es ist eine schwere. Ich erlaube dir noch eine. Okay. Weil Sexsymbol finde ich immer so subjektiv. Okay. Ist er jünger als ich? Nein. Älter als ich? Okay. Ich sage, ich bin Oli P. Mach ab. Oh mein fucking Gott! Yes! Krass! Stark, stark. Oh, da bin ich stolz. Oh, da bin ich stolz. Ich weiß gar nicht, wo ich drauf gekommen bin. Moderator hat er vielleicht mal gemacht. Schauspieler im Fernsehen Sinne. Sänger, Deutsch. War das zu gemein? Nee. Nein, das war sehr gut. Oh, ich freue mich. Okay, und gut. Du bist? Älter als ich. Till Schweiger? Leider nein. Du bist? Sky Dumont. Ja. Ich wusste es. Okay. Es war geil. Es waren zwei sehr gute Namen von uns beiden, finde ich. Ja, hast du schlau ausgedrückt, Mann. Ist dir bewusst, dass ich two in a row habe, zwei Spiele in Folge gewonnen? Ey, dann bist du ja jetzt nur noch 500 Millionen Spiele entfernt von mir. Also. Ja, egal. Ich pirsche mich ran. Wir spielen das wahrscheinlich nochmal. Ihr könnt uns immer... immer mal einen Namen schicken. Immer mal hier kommentieren, Namen schicken, weil dann lesen wir die beide. Bringt also nichts. Aber ihr könnt ja gerne kommentieren. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns am Mittwoch schon wieder mit einem sehr privaten Thema, wie ich finde. Oh ja, stimmt. Ja. Aber wir werden noch nicht sagen, was, oder? Nee. Möchtest du noch was sagen? Ich möchte sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer die Nachricht bekommt, wann wir ein Video online stellen. Und vor allem unterstützt uns doch auf Patreon. Geht doch mal auf Patreon, guckt euch das mal an, schaut euch unsere tollen Videos an und vielen Dank. In dem Sinne sagen wir, schön, dass ihr mal wieder dabei gewesen seid. Verbreitet die Kunde nach wie vor und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Ciao, ciao. Ciao.